Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht es um das Thema Bruchgleichungen. Bruchgleichungen brauchst du von der 8. bis zur 12. oder 13. Klasse. Und die gute Nachricht dabei ist, ich habe zwar mal zwei Beispiele vorbereitet, aber die Idee, egal wie schwer das dann mal wird, ist immer dieselbe. Und das kommt heute. So, also erstes Beispiel. 35x minus 2 ist gleich 5. Wir gucken mal, dass wir jetzt diesen Bruch da vorne separieren, sodass der alleine steht. Warum? Sehen wir gleich. Dazu bringen wir doch die 2 mit plus 2 auf die andere Seite. Dann bleibt doch links stehen 35x ist gleich, naja, 5 plus 2 sind 7. So, was hat uns dieser Schritt jetzt gebracht? Naja, jetzt, wo der Bruch alleine steht, können wir ihn ganz einfach auflösen, weil dieser Bruchstrich steht dafür geteilt. Und so wie wir minus 2 mit plus 2 auf die andere Seite geworfen haben, können wir quasi geteilt durch x mit mal x auf die andere Seite werfen. By the way, sowohl bei dem Beispiel als auch bei dem Beispiel ignorieren wir jetzt mal Definitionsmenge. Also man dürfte für x zum Beispiel 0 gar nicht einsetzen, ist aber jetzt mal ein anderes Thema, ja? So, zurück zur Gleichung. Wie kann ich hier jetzt nach x auflösen? Nein, wir bringen jetzt x mit mal x auf die andere Seite. Dann haben wir noch dastehen, 35 ist gleich 7x. Ja, und jetzt siehst du schon, welchen Vorteil wir haben. Jetzt haben wir keinen Bruch mehr. Also in dem Augenblick, wo du den Bruch alleine stehen hast und das x oder den Nenner dann mit mal auf die andere Seite wirfst, hast du keinen Bruch mehr. Ja, und damit wird es ganz leicht. Sicherlich ahnst du schon, wie es hier weitergeht. Wir bringen noch die 7 weg mit geteilt durch 7. Die passt genau 5 mal hier rein. Das heißt, x ist 5. Et voilà, das war das erste Beispiel. Und damit kommen wir auch zum zweiten Beispiel. 3x ist gleich 1 durch 4 plus x. Also auch hier Definitionsmenge ignorieren wir mal. Du dürftest halt 0 nicht einsetzen und minus 4, weil du sonst durch 0 teilst. Aber auch hier ist das Prinzip dasselbe. Wir wollen den Bruch auflösen, weil das ist doch das, was uns am meisten stört. Das heißt, wir bringen beide Nenner, wir haben Gott sei Dank die Brüche schon separiert in dem Beispiel, wir bringen beide Nenner jetzt mit mal über Kreuz auf die andere Seite. Das heißt, x wandert mit mal da hoch und 4 plus x wandert mit mal darüber. Und wenn wir beides in einem Schritt machen, dann haben wir doch 3 mal, 4 plus x wandert ja nach links, 4 plus x ist gleich 1 mal, und das x wandert doch auf die rechte Seite mal x. Siehst du das? Wir haben quasi beide Nenner mit mal auf die andere Seite gebracht. Und ich verspreche dir, jetzt wird es wieder relativ leicht, wo wir keine Brüche haben, fast schon Standard. Jetzt multiplizieren wir hier erstmal aus, 3 mal 4 sind doch 12 und 3 mal x sind 3x. So, und hier schreibe ich, ich lasse mal noch das 1x stehen. Okay, jetzt bringen wir noch 3x rüber mit minus 3x. Dann haben wir doch 12 ist gleich minus 2x, letzter Schritt. Hier schreiben viele Schüler gerne mal plus 2, weil sie denken, ha, da steht ja ein Minus. Aber dazwischen steht doch ein Mal und das Mal bindet. Das heißt, wir rechnen geteilt durch minus 2. Okay, also entweder Taschenrechner oder im Kopf. Wie oft passt jetzt 2 in 12 rein? Naja, 6 mal. Und mit dem Minus kommt minus 6 raus. X ist gleich minus 6. Das war jetzt eigentlich schon das Prinzip, wie du Bruchgleichungen löst. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt noch werden. Ich erfinde jetzt was, wenn da zum Beispiel 8 plus steht. Ja? Weil dann müsstest du das hier alles mal auf einen Bruchstrich bringen, damit du wieder so ein Ausgangsbeispiel hast. Aber dann könntest du wieder die Nenner auf die andere Seite multiplizieren. So, ich hoffe, du hast jetzt das Prinzip von Bruchgleichungen verstanden. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit wir uns öfters sehen. Das war Mathe mit Nick.